Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert. Und? Kamera Micha, voll dabei, freut sich wieder. Maritim. Genau, Maritim. Obwohl Lichterketten und Weihnachten magst du auch. Ja, sehr gern sogar. Aber da sind wir noch nicht. Deswegen noch richtig schön sommerlich Maritim. Und da haben wir heute eine Bepflanzung mit Palmen, also grüne Pflanzen hinten, die ein bisschen mehr Wasser brauchen. Und hups, ein Sedum bzw. Sedum und Kakteen hier vorne mit Muscheln und schön weißem Sand. Und ihr Lieben, und den Brunnen natürlich nicht zu vergessen, das Wasser, was hier wirklich super ganz entspannt plätschert und das gefällt uns, hat uns wirklich oder macht uns ganz viel Freude, sowas zu dekorieren. Und wenn ihr auch Freude daran habt und wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Sagen, fangen wir an hier mit der Vorstellung. Und zwar habe ich hier die Basis. Der ist zwar gebrochen, das kann man hier sehen, und auch innen drin, aber da habe ich gedacht, nee, der ist definitiv für Müll zu schade, das geht gar nicht. Und deswegen machen wir heute eine tolle Deko mit diesem Blumentopf. Und dann gehen wir hier unten mal gucken. Da habe ich für das Thema zwei Palmen. Und dann geht es weiter mit den ganzen Sedum und den Kakteen. Und die finde ich wirklich richtig schön. Das hier zum Beispiel, das habe ich noch nie gesehen, die heißt die Cheddar. Die sehen hier auch, guck mal, so ein bisschen wie kleine Pilze aus. Finde ich total, wenn man ein kleines Thema macht, ist das wirklich wunderschön. Dann aber auch habe ich mich wieder dazu entschlossen, gerade weil es ja auch so ein bisschen Sommer-Maritim-Beach-Thema ist, ein Kaktus mit, ich finde, die sind ein bisschen aus wie eine Palme, oder? Ja. Passt ganz gut. Also so eine kleine Mini-Palme. Und ja, das Sedum hier vorne kennt ihr, das haben wir öfter. Dann habe ich aber hier nochmal diesen Kaktus, den finde ich total klasse, weil er wirklich zu diesem Thema passt. Weil da hinten können wir nämlich gucken, den Leuchtturm. Und das ist normalerweise ein Schlüssel, ich würde mal sagen, ein Schlüsselboard, was ich heute umdisponieren werde. Das kommt mit in das Thema mit rein. Und ein paar Rankpflanzen, hier das Efeu nochmal. Das sind auch nochmal die Reste, die ich das hier oder in dem Sommer mit eindekoriert hatte. Und hier unten können wir nochmal eben gucken mit der Kamera. Ach so, ja, die Pumpe, genau. Diese Pumpe hatten wir auch in dem letzten Brunnen, Zimmerbrunnen. Hier oben in der Infobox könnt ihr mal gucken. Da haben wir schon einen gemacht. Das ist eine kleine Pumpe. Und dann hier drüben, passend natürlich zum Thema, wieder die Muscheln. Dann habe ich eine alte Tupperdose noch. Die ist ein bisschen länglich, passt besser heute mit der Bepflanzung. Einen alten Eimer, den Schlauch für die Pumpe, eine Heißklebepistole und auf der anderen Seite unten geht es weiter. Da habe ich diesmal im Baumarkt richtig schöne große Steine besorgt. Darunter ist auch Kiesel. Das ist jetzt so ein bisschen, weil ich habe das ein paar Mal gewaschen, damit das richtig schön sauber ist und der Dreck von den Steinen ab ist. Dann habe ich Füllmaterialreste von dem Jute und ein altes Handtuch ist immer sehr, sehr gut. Hier hinten habe ich Pflanzerde und hier vorne habe ich Kakteen-Sukkulentenerde sowie den Vogelsand. Da ist mir ein bisschen die Tüte gerissen und das war's. Und ich würde sagen, es geht los. Zuerst drehe ich den Topf natürlich um. Das heißt, ich werde jetzt die defekte Seite hier hinten, weil hier hinten bei mir ist ja die Rückwand, also die Rückseite der Deko. Und hier werde ich jetzt diesen Plastikeimer einmal umgedreht so in den Topf hineinstellen. Dann nehme ich das Füllmaterial, was immer ihr auch habt. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier die zerschnittenen Jute-Stücke und die werde ich jetzt hier zwischen Pflanztopf und Plastiktopf einfach so dazwischen reinstecken und das Handtuch auch noch, weil da habe ich jetzt noch ein bisschen Luft. Ihr könnt aber alles andere nehmen, was man so hat. Zum Beispiel Knallfolie, Altpapier, also alles, was man hat, kann man hier natürlich super als Füllstoff nehmen. Was sehr praktisch ist, gerade beim Handtuch und Jute-Sack, es ist nochmal wie eine
Drainage, würde ich sagen. Es saugt natürlich super die Feuchtigkeit auf. Da diese Pflanzgeschichte nicht so feucht ist, brauchen wir uns da wirklich keine Sorgen machen. Dann nehme ich diese Tupperware, diese längliche, stelle mir die hier oben auf meinen Plastikeimer und das passt natürlich perfekt. Der Abschluss ist relativ gleich hoch und so soll es auch sein. Die Tupperschale soll jetzt natürlich ein bisschen weiter nach hinten stehen, beziehungsweise damit wir vorne, wo die Deko ist, ein bisschen mehr Luft haben. Und hier hinten, ja, gucken wir einfach mal. Ich werde jetzt hier mal eben den Leuchtturm nehmen. Guckt einfach, wie ihr die Deko-Elemente anlegen oder einpflanzen wollt. Den würde ich ganz gerne hier hinten, hatte ich erst gedacht. Aber jetzt denke ich, dass ich die Palmen doch eher nach hinten mache, weil sie mehr Höhe haben. Und den Leuchtturm nachher vorne mit den Sukkulenten, mit den Sedumen und den Kakteen. Und ich würde mal sagen, da wir die beiden hier hinten, fangen wir damit auch gleich an. Und zwar nehme ich jetzt die normale Pflanzerde und häufe mir das hier hinten schon mal auf. Die erste Palme aus dem Topf, was ich immer gerne mache, ich breche einfach die Wurzeln noch mal so ein bisschen unten auf, damit die sich richtig toll entfalten können. Und ich versuche jetzt diese Palme von der Höhe her, und ich glaube, diese Höhe ist sehr, sehr gut, und werde die jetzt schon mal hier rundherum mit Erde auffüllen. Und die zweite Palme auch aus dem Topf wieder ein bisschen aufbrechen, und die möchte ich jetzt gerne einmal so daneben haben. Ich werde jetzt hier noch mal gucken mit dem Topf, dass ich das so ein bisschen schön randrücken kann. Und ich glaube, so ist das ganz gut. So, jetzt werde ich die hier auch nochmal wieder mit Erde auffüllen. Hinten und vorne ein bisschen. So, jetzt wird es schon schlechter für mich zu gucken. Ich gucke jetzt mal um die Ecke und werde jetzt hier wieder meine Tupperware, meine Box, nochmal so dagegen halten. Und da den Rest jetzt nochmal mit Erde auffüllen. Der vordere Bereich, da gehe ich jetzt auch wieder mit der Pflanzerde, mit der normalen Pflanzerde. Ich finde es immer sehr, sehr wichtig, hochwertige Erde zu nehmen. Man merkt das auch von der Beschaffenheit, die ist sehr, sehr fluffig. Auch wenn sie nass wird, gerade auch daher bei der Kakteen-Sukkulentenerde, ist es wichtig, dass sie fluffig ist, wenn sie feucht ist und nicht backsig. Das ist sehr, sehr gut für die Pflanzen, und das finde ich eigentlich auch sehr wichtig, dass sie viele Nährstoffe haben. Der Vorderbereich ist jetzt mit der restlichen Erde aufgefüllt, und jetzt nehmen wir die Kakteen-Sukkulentenerde und werden jetzt den kompletten Vorderbereich bis zur Seite weg mit Erde auffüllen. So, wunderbar. Vorne Kakteen-Sukkulentenerde, hinten sind die Pflanzen mit der anderen Pflanzenerde. Hier das Gefäß für unseren Brunnen. Und jetzt nehme ich hier die Pumpe, da einfach nur das Zwischenstück, das ist da mit drinne gewesen, raufsetzen. Den Schlauch, den haben wir auch im Baumarkt passend. Ich glaube, das waren 8 oder 11 mm. Da müsst ihr mal gucken, das kann man super ausmessen. Und dann werde ich jetzt hier einfach mal, nur damit wir gucken, wie hoch der Schlauch werden muss. Und ich werde den jetzt hier, die Pumpe, schon mal reinstellen. Dann kommt natürlich jetzt auch unsere Steine. Deswegen lasse ich den Schlauch und schneide den jetzt erstmal nur hier ab. Das Kabel werde ich jetzt hier zwischen beide Palmen nach hinten legen. Pumpe mit den Saugnäpfen unten an das Gefäß schon mal ranmachen. Und darauf achten bitte, dass das Gefäß schön sauber ist. Micha eben war so lieb und hat mir das schon mal eben nochmal ausgewaschen. Und nicht zu vergessen, wenn die Bepflanzung fertig ist, könnt ihr immer super die Steine wegnehmen, rausnehmen, Pflanzgefäß auch säubern. Dann habt ihr immer richtig schönes Wasser und da kann nichts passieren. Die Steine. Und diesmal haben wir uns einen riesen Sack mitgenommen mit diesen Steinen. Die finde ich total schön. Die letzten im Mini-Teich und in anderen Zimmerbrunnen, die waren ein bisschen kleiner, waren auch total schön. Aber heute möchten wir einfach mal ein bisschen größere haben. Und ich werde jetzt meine Steine hier schon mal in das Gefäß reinlegen.
ihr die Höhe habt vom Schlauch, dann könnt ihr die Schere jetzt super nehmen und einmal abschneiden. Und jetzt musste ich nochmal nach vorne zu Micha, um euch zu zeigen, ich war ein bisschen mit der Seite ein bisschen falsch. Wir haben den Schlauch abgeschnitten. Ich habe jetzt hier einen Stein einfach hintergelegt und so einen flachen, das finde ich immer total klasse, den könnt ihr jetzt einfach hier so oben rauflegen. Und dann kommt hier nämlich super das Wasser raus. Und den Leuchtturm wollte ich ja nochmal auf dieser Seite. Da ich aber den Schlauch auf dieser Seite habe, haben wir uns dazu entschlossen, den Leuchtturm jetzt hier auf die andere Seite zu positionieren. Bevor wir das aber tun, nehmen wir die Lichterkette. Und die ist ja auch mit Timer. Die mache ich jetzt schon mal an. Und dann könnt ihr nämlich wunderbar, mit der Heißklebe werde ich das mal eben machen, hier einmal das Batteriefach auf der Rückseite mit der Seite natürlich, wo man den Deckel, wo der Deckel fest ist, damit man nachher die Batterien wechseln kann, ganz kurz anhalten, trocknen lassen. Nämlich die Lichterkette, das ist jetzt auch eine String, das heißt einfach nur ja ein String, keine Bündel mit mehreren, sondern einfach eine, wie sagt man, eine Kette so. So, die kann ich nämlich jetzt super hier ein paar Mal rundherum um die beiden Haken zwirbeln. Und dann kann man nämlich auch hier schon gucken, jetzt haben wir nämlich richtig schönes Licht hier drin. Aber ein Leuchtturm hat natürlich auch Außenlicht. Und deswegen werde ich jetzt den Rest mit der String einmal von unten nach oben umwickeln. Lichterkette brennt, ist komplett umwickelt. Und jetzt bekommt der Leuchtturm hier. Und das passt auch hinten mit dem Fach sehr gut. Das ist ein Abschluss. Und jetzt hat er hier seinen Platz. Ich finde, jetzt, wo der Leuchtturm steht, ist mir aufgefallen, dass wir hier hinten ruhig noch ein bisschen Grün reinmachen können. Und hier werde ich jetzt die eine Rangpflanze schon mal in Position ganz vorsichtig setzen, damit da jetzt wirklich nichts mehr in die Schale reinkommt. Und ich finde, das ist ganz schön, ne? Wenn das ja, hier jetzt so runter... Finde ich auch. Und ganz ehrlich, ich finde auch, dass wir tatsächlich hier auch noch das Efeu. Ich mache mir das jetzt hier auch noch mal eben ab und werde das Efeu hier hinten, nehme ich jetzt einen Stein raus. Auf der anderen Seite machen wir noch das Efeu rein. Und ich finde, das harmoniert sehr, sehr schön. Gerade jetzt hier hinten auch mit den Steinen und das Grüne, wenn das nochmal wieder so nach unten geht, in den Topf rein. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich hoffe, Micha... Ja, ich mag das. Ist ja maritim, ne? Genau, ist ja maritim. Wasser kommt auch noch. Und Leuchtturm haben wir schon drin. Und jetzt geht es nämlich auch schon weiter mit den Sukkulenten. So, ich habe jetzt hier den roten Kaktus mal genommen und werde den tatsächlich hier auch... Guck mal, hier die ganze Erde geht schon von alleine ab. Wir haben ja nun super nahrhafte, neue, frische Erde da oben drinne. Und deswegen werde ich ihn jetzt hier von dieser Erde befreien. Guck mal, ganz rote Erde, so wie in Sevilla, ne? Genau, da sieht man schon das Südliche. Und der kommt jetzt hier vor dem Efeu rein. So, den haben wir jetzt hier richtig schön eingepflanzt. Und hatte mich eine ganz gute Idee. Der kippte, obwohl jetzt hat er genug Erde. Jetzt kommt hier noch so ein toller Stein nach hinten. Dann hat er auch nochmal so super Halt. Steine mögen sie eh alle gerne. Und dann würde ich sagen, wir machen, guck mal, der ist doch auch süß, oder? Ja. Der passt doch wirklich super neben den Leuchtturm. Und diesen Kaktus werde ich jetzt auch nochmal eben vorsichtig entnehmen. Der kommt jetzt hier neben den Leuchtturm. Jetzt haben wir die restliche Erde aus dem Topf genommen. Mal ein bisschen oben rauf und noch ein bisschen Frische. Und jetzt können wir anfangen, das restliche Sedum dahin zu positionieren, wo ihr sie gerne möchtet, hinhaben möchtet. Und das ist natürlich schön, wenn man das kleine denn doch ein bisschen weiter vorne hat und das hohe und das große hinten. Und ich werde jetzt den Rest hier einpflanzen. So, nun haben wir alles schön hier reingemacht. Das ging ganz flott. Und da wir hier ein Beach-Thema haben, werden wir jetzt unseren Vogelsand haben wir jetzt in diesem Falle und werden das hier einfach so ein bisschen wie am Strand auch mit dem Vogelsand auffüllen und dekorieren. Der Leuchtturm, der war mir jetzt doch noch ein bisschen zu weit unten und da ich hier noch die kleinen Kiessteine habe, die Reste von den anderen Steinen, nehme ich die jetzt einfach als Untergrund, lege mir das hier jetzt nochmal so rauf, genau, und dann kann hier nämlich wunderbar
der Leuchtturm nochmal wieder rein. Und der ist auch ein bisschen erhöhter und gleich in einer anderen Höhe. Manchmal muss man einfach gucken während der Deko, wie ist die Höhe, was kann ich dann nehmen. Und ja, im Grunde kann man alles nehmen, was natürlich ist. Und hier machen wir jetzt noch den Rest Sand rein. Guck mal, jetzt haben wir doch wirklich hier fast wie am Strand mit dem Sand ein kleines Beach-Thema. Und jetzt die kleinen Steine, die ich noch habe, da werde ich jetzt, damit wir natürlich die bisschen aufpassen hier mit dem Kaktus, die Tuba nicht sehen, noch ein bisschen ausdekorieren. Und ein paar Muscheln haben wir und ich finde, die können doch hier noch wunderbar da rein. Ich finde, Muscheln gehen immer. Und hier auch noch. Und da kann man natürlich jetzt dekomäßig sich so austoben, wie man das schön findet. Und ich finde, so zwei, drei Highlights können da super noch rein. Okay, und jetzt komprimiere. Das Wasser kommt jetzt in die Tuppe rein. Wenn ihr die Dose nicht rausnehmen wollt, könnt ihr da auch super die Steine nur entnehmen. Ich mache das dann, ich habe ja diesen Blasebalg, dass man damit das Wasser rausnehmen kann. Oder eben auch mit dem Waschlappen rein, einfach nur mal eben voll machen, auswringen und dann kann man das auch super säubern, ohne viel Filipans. Sind wir bereit? Wir sind bereit. Premiere und wir machen eine Steckereien. Wasser ist drin und wir wollen schauen, wie und es da geht. Und es ist cool, oder? Ja, schönes Geplätscher. Finde ich auch. Nicht zu laut, genau. Und ganz natürlich und so eine richtig schöne maritime Deko. Und die finden nämlich Platz bei uns im Badezimmer. Wir haben ein Mini-Mini-Badezimmer und kaum Platz, aber eine Ecke, da passt das wirklich rein, oder? Ja, finde ich auch. Und es ist doch schön, wenn man abends dann mit Zeitschaltuhr hier, mit Timer, sagen wir einfach mal, die Lichterkette abends angeht und dann hat man richtig so einen schönen, ja, maritime Deko da. Ihr Lieben, und wir hoffen sehr, dass wir euch mit diesem maritimen Deko heute inspirieren konnten. Dann würden wir uns sehr über einen Daumen hoch freuen, ein kostenloses Abo, wenn ihr das noch nicht habt und aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer Info, wenn ein neues Video online ist. Guckt hier unten in der Videobeschreibung, da findet ihr den Link zu unserer Webseite mit ganz vielen tollen Fotos noch, die wir nicht bei YouTube noch mit drauf machen in den Film, aber auch Dekoartikel, wenn ihr irgendwas nachdekorieren wollt. Ihr wisst ja, ich bin bei Hof Oelkers. Und oder wenn wir es eben auch woanders kaufen, damit ihr wisst, wo man die Möglichkeit hat. Also ihr Lieben, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Es hat uns wieder sehr viel Freude gemacht, mit und für euch zu dekorieren. Eure Conny und euer Micha, euer genau. Kameramann. Und jetzt würde ich sagen, die Treppe runter, ab ins Bad, oder? Jawohl, machen wir. Machen wir. Tschüss. Tschüss.